So, meine lieben Sportwettfreunde, ich habe ja vor einigen Tagen eine PDF hochgeladen mit allen meinen Tipps, die ich an diesem Wochenende bzw. letzten Wochenende abgegeben habe, so als Dankeschön für die 4000 Abonnenten. Und in diesem Video möchte ich mal mit euch die ganzen Wettmodelle durchgehen und wie ich eben an diesem Wochenende abgeschnitten habe. Außerdem werde ich euch nochmal so als Zusatz meine Tipps bis Donnerstag hochladen, unten in der Videobeschreibung. Das sind 40 Stück, glaube ich. Ja, und dann gab es natürlich unglaublich oft die Frage, kannst du sowas öfters machen? Und da habe ich dann auch jedem gesagt, das ist einfach nicht möglich. Das wäre ein zu großer Zeitaufwand. Ich habe für so eine Liste, ich glaube, ungelogen 5-6 Stunden gebraucht, weil es natürlich ja auch Hand und Fuß haben muss. Es müssen Quoten sein, die auch tatsächlich noch in diesem Moment, wo ich das dann quasi rüberschreibe, vorhanden sind. Und auch sonst ist es einfach ein großer Zeitaufwand. Dann gab es auch noch Leute, die gesagt haben, ja, macht es doch so wie, ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Listenseite, der nimmt dann irgendwie 7,50 Euro oder 10 Euro oder 5 Euro, ich weiß es nicht, für so eine Liste pro Woche, also für das Wochenende. Aber auch das ist natürlich ein organisatorischer Aufwand. Man müsste da wahrscheinlich jemanden einstellen, weil ich persönlich werde mich da mit Sicherheit nicht hinsetzen. Ich müsste dann jemanden einstellen, der das dann irgendwie überträgt. Ich weiß es nicht. In 2 Wochen fahre ich in die Türkei. Da werde ich mal darüber nachdenken, ob sowas überhaupt machbar ist, ob ich sowas überhaupt umsetzen kann. Dafür braucht es wahrscheinlich eine Website, die dann eben verwaltungstechnisch das irgendwie alles automatisiert. Dann gibt es da natürlich auch noch das Problem der Zahlungsmittel. Momentan kann ich eigentlich nur oder könnte ich nur PayPal anbieten. Ich weiß auch gar nicht, ich hatte noch nie so einen Webshop oder wie man das da auch nennt. Wahrscheinlich müsste ich dann auch noch eine Firma extra eröffnen. Also da kommen dann einige verwalterische Dinge mit hinzu. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, da überlege ich mir was, denn es gab tatsächlich einen relativ großen Andrang. Die PDF wurde 700 Mal runtergeladen. Das ist, denke ich mal, ein ordentliches Ergebnis. Ich war selbst ein bisschen überrascht, dass so viele Leute sich dafür interessiert haben. Aber gut, kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Kommen wir jetzt zu der Auswertung dieser 123 Wetten, die ich an diesem Wochenende Pre-Game im Fußball abgegeben habe. Plus natürlich noch diese 3 Wetten, die ich in der Bundesliga abgegeben habe und hier nicht reingeschrieben habe. Ja, aus dem einfachen Grund, weil man dann sonst die Bundesliga-Prognose nicht mehr schauen müsste. Gut, wir haben es folgendermaßen aufgebaut. Das habe ich ja auch schon mal kurz angedeutet. Bei mir hat jedes Wettmodell quasi sein eigenes Startkapital. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wettmodelle. Eigentlich sind es 12, denn 1x2 wird bei mir normalerweise nochmal unterteilt in 1, x und 2. Aber ich habe es jetzt hier einfach mal in eine gepackt. Gut, dann haben wir hier folgendes. Über 0,5 Tore in der ersten Halbzeit. Da habe ich aus diesen Spielen, die ich mir hier rausgesucht habe, die für mich persönlich Value hatten, 3 Kombis gebastelt. Also das ist eine Kombi, das ist eine Kombi und das ist eine Kombi. Und hier war die erste Kombi richtig, die zweite falsch und die dritte richtig. Insgesamt bedeutet das, dass ich in diesem Wettmodell ein Plus von 2,254 Einheiten gemacht habe. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz gut. Die Quote, also durchschnittliche Quote, beträgt 1,973, ist aber falsch. Denn das machen sehr viele falsch. Ich habe das jetzt hier vergessen nachzutragen. Wenn man schon die Wetten gespielt hat, muss man hier natürlich die durchschnittliche Quote der beiden Wetten nehmen, die durchgegangen sind. Denn die Wette, die nicht durchgegangen ist, interessiert ja keine Sau. Also ist die tatsächliche tatsächliche Durchschnitt 1,951. Das machen nämlich ganz viele falsch. Da tricksen auch ganz viele Anbieter. Die nehmen dann quasi, machen wir mal ein Beispiel. Hier haben gespielt zum Beispiel eine 10er-Quote, noch eine 10er-Quote und dann 1,2, 1,3, 1,4. Die beiden hier gehen nicht rein und die drei gehen rein und dann hast du eine durchschnittliche Quote von 4,78. Und hast aber 3 Wetten getroffen. Ja, hört sich natürlich super an, ist aber in der Wirklichkeit totaler Blödsinn, denn du musst natürlich, wenn du dann schon die durchschnittliche Quote nimmst, dann auch nur die durchschnittliche Quote der Wetten, die du getroffen hast. In dem Fall wäre der Mittelwert
1,3. Und dann weiß man auch schon, dass bei 5 Wetten 1,3 nicht gerade gut ist. Gut. Gut, gehen wir weiter. Unter 0,5 ist genau dasselbe wie über 0,5. Nur halt erste Halbzeit kein Tor. Hier sind wir leicht im Minus. Minus 1,15 Einheiten. Ich glaube, so ist es richtig. Also es darf hier in diesem Fall einfach kein Tor in der ersten Halbzeit fallen. Ihr seht auch schon an den Quoten, oder ihr könnt an den Quoten sehen, das sind immer relativ sehr relativ hohe Quoten. Und das ist ein Wettmodell, das ich sehr, sehr gerne habe. Gut, an diesem Wochenende lief es nicht so gut, aber in der Regel performt es langfristig gesehen mit am besten. Aber in diesem Fall minus 1,15. Ich werde euch auch am Ende nochmal zeigen, aufgelistet in der Auswertung, also hier, wie das dann alles aussieht, aber ich will nochmal ganz kurz drauf eingehen. Gut, dann haben wir über 1,5 Tore, ich glaube, ist auch selbst erklärend, und auch hier haben wir zwei Verdoppler, würde ich einfach mal sagen, und hier haben beide beide waren richtig, 4,257 Einheiten. Ihr könnt auch hier immer sehen, wie viel Einsatz ich getätigt habe. Das zeige ich dann beim nächsten nochmal. Dann gibt es hier unter 1,5 Tore. Das ist natürlich auch selbsterklärend. Und ihr merkt auch, ich unterscheide hier mit den Einsätzen, je nachdem, wie hoch die Quote ist. Ich kann euch mal ganz kurz sagen, wie ich hier vorgehe. Ach scheiße, machen wir das mal hier unten. Also bei mir ist folgendermaßen, der Höchsteinsatz ist 2,5 Einheiten, und wenn ich zum Beispiel, also bis 2,5 Quote spiele ich 2,5 Einheiten, ich hoffe, das sieht man einigermaßen, dann ab 2,5 Quote, also 2,51 bis 3,00 spiele ich 2 Einheiten. Dann haben wir 3,01 bis 3,50, spiele ich 1,5 Einheiten. Dann haben wir 3,51 bis 5,00, spiele ich eine Einheit. Und alles über 5, also über 5, spiele ich, also so ist richtig, Moment, 0,51, ja, das ist, aber so ist quasi meine Einheitentabelle, also so, und alles unter 2,5 Einheiten, wobei ihr merkt, wenn es so sehr kleine Quoten sind, packe ich die in der Kombi zusammen. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Auch dieses wunderbare Modell hat uns eine Einheit beschert, also 1,025 Einheiten, kann man auf jeden Fall mit leben. Dann über 2,5 Tore ist so wahrscheinlich mit das bekannteste, was Sportwetten angeht, die meisten Leute spielen drauf. Ja, da habe ich 3,495 Einheiten gemacht bei einer durchschnittlichen Quote von 2,259. Aber auch hier ist wieder der Fehler. Die richtige oder der richtige Durchschnitt wäre, Moment, ich muss jetzt die rauswählen. Der wäre 2,133. Also ich denke mal, ist auf jeden Fall schon mal eine ganz solide Quote. Kann man auf jeden Fall mit leben. Gut, weiter geht es mit unter 2,5 Toren. Da habe ich, glaube ich, insgesamt die meisten Einheiten gemacht. Da habe ich nämlich insgesamt 13,325 Einheiten plus gemacht. Da waren nämlich 7 richtig von 11. Auch hier habe ich die kleineren Quoten dann miteinander verbunden in eine Kombi. Und beide Kombis aber in diesem Fall leider nicht durchgegangen. Aber dafür ganz viele andere schöne Quoten. 3,7er Quote, 3,5er Quote, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen an diesem Wochenende, und das wäre das. Dann habe ich hier unter Ecken, auch das lief sehr, sehr gut in dieser Woche, letzte Woche auch gut, glaube ich, vorletzte Woche lief es richtig scheiße, aber in dieser Woche lief es sehr gut, 6,878 Einheiten, also ihr merkt auch sehr, sehr viele Wetten. Insgesamt 21 Stück, davon waren 12 richtig. Durchschnittsquote, komm, gehen wir mal durch, nochmal ganz schnell. Wie war sie denn tatsächlich? Tatsächlich war sie bei 1,979, ja, also sehr nah dran, was da oben drin steht. Gut, dann haben wir noch BTTS, ja, nein, also Both Team to Score, ja oder nein. Die meisten spielen ja, ich spiele beides, in der Regel sogar mehr nein als ja.
Auch hier sehr, sehr erfolgreich. 8,305 Einheiten. Ja, kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Ich glaube, auch hier gab es sehr, sehr viele Wetten. Ja, insgesamt 30 Stück. Ja, und dann die letzte 1x2. Die lief leider nicht so gut. Moment, da muss ich hier auf 135 stellen. Damit ihr das auch sehen könnt. Die lief leider nicht so gut. Minus 4,805 Einheiten. Ja, ganz viele komische Spiele dabei gewesen. Aber gut, passiert auf jeden Fall. Hier gab es auf jeden Fall einige schöne Aussagen, wie Sandhausen, Viererquote. Was gab es noch hier? 3-6er-Quote. Vor allem die Unentschieden, die sind an diesem Wochenende richtig schön reingegangen. Von insgesamt, Moment, 10 Unentschieden, die ich getippt habe, sind 1, 2, 3, 4 Stück reingegangen. Aber eben bei sehr, sehr hohen Quoten. Da habe ich auf jeden Fall ordentlich abgeräumt. Aber am Ende dann eben hier vor allem bei den Heimmannschaften ja ordentlich auf den Sack bekommen. Ich glaube, keine Mannschaft, doch Livorno. Perugia hat gewonnen heim und Metz hat heim gewonnen. Auswärts sah es auch nicht so dolle aus, außer Heracles und Sandhausen. Zwar alle schöne Quoten, aber ja, insgesamt war dieses Wettmodell an diesem Wochenende nicht so erfolgreich. Hier habt ihr nochmal eine komplette Auswertung. Also die Zahlen, die ihr eben schon mal gesehen habt, in der kompletten Auswertung. Bedeutet, ich habe an diesem Wochenende einen Gewinn von 33,583 Einheiten gemacht. Ich glaube, wer sich mit Sportwetten ein bisschen auskennt, der weiß, dass es mehr als solide ist. Ich würde sogar sagen, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Hatte schon mal bessere, hatte aber auch schon deutlich schlechtere. Deswegen, ich glaube, man muss hier keinem erzählen, dass man mit der Art, wie ich wette, auch erfolgreich sein kann. Und ja, so meine lieben Sportwettfreunde, das wäre die Auswertung. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie euch die Liste gefallen hat, ob sie euch überhaupt einen Mehrwert geboten hat. Denn ich habe, wie gesagt, 10 bis 15 Nachrichten bekommen, die mir sogar angeboten haben, dafür Geld zu geben. Ich habe allerdings gesagt, dass ich mir erstmal Gedanken darüber machen muss, habe ich ja eingangs auch schon mal erwähnt. Deswegen schreibt mir auch in die Kommentare, ob überhaupt Interesse an so einer Liste bestehen würde, denn wenn es nicht da ist, dann macht es für mich absolut keinen Sinn, da jetzt irgendwie eine Website oder ein, zwei Leute einzustellen, die dann Kundenservice und Übertragung machen, die Seite pflegen und so weiter, denn ich glaube, das ist jedem klar, ich persönlich werde das nicht machen, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet und ich schon noch einige andere Dinge habe, die ich auf jeden Fall tun muss. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ich die 5000 Leute bekomme, also Abonnenten, wird es wieder so eine Liste geben von mir. Ich denke, das ist ein schönes Dankeschön immer an die Leute, die mich immer supporten. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der Bundesliga-Prognose. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geld mit meiner Liste verdienen könnt. Macht es gut. Mein Name ist David Strzecek. Ciao, ciao und do svedania.